Auf den deutschen Werften laufen immer neue Unterseeboote vom Stapel. Im Kampf gegen England verstärken sie unsere Front auf dem Atlantik. So konnten erst kürzlich wieder deutsche Unterseeboote aus einem für Gibraltar bestimmten Geleitzug 21 feindliche Handelsschiffe mit zusammen 122.000 Bruttoregistertonnen herausschießen und einen Zerstörer und mehrere Bewachungsfahrzeuge versenken. Wieder wird ein Unterseeboot in Dienst gestellt. Flottille klar zum Auslaufen. Abschied von den Kameraden. Dem Operationsgebiet entgegen. Andere Boote kehren zurück. Der erste Bericht des Kommandanten, Ritterkreuzträger Kapitän Leutnant Schewe. Seine Versenkungsziffer beträgt rund 100.000 Fotoregistertonnen. Vizeadmiral Dönitz, der Befehlshaber der Unterseeboote. Das Unterseeboot des Kapitänleutnant Wohlfahrt läuft ein. Er versenkte auf dieser Fahrt 49.900 Bruttoregistertonnen. Vizeadmiral Dönitz überreicht dem erfolgreichen Kommandant Ritterkreuz. Und hier das Unterseeboot von Kapitänleutnant Kort, der bisher 15 Schiffe versenkte. Kapitänleutnant Endras, der frühere Wachoffizier von Korvettenkapitän Prien, von Feindfahrt zurück. Er konnte mit seinem Boot bisher 211.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes auf den Meeresgrund schicken. Der Führer verlieh ihm als fünften Unterseebootskommandanten das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Am Nordabschnitt der gewaltigen Ostfront. Narva ist in deutscher Hand. Mit der Hermannsburg war diese Stadt Jahrhunderte hindurch eines der stärksten deutschen Bollwerke gegen das Slawentum. Die alte Trutzfeste wurde im 14. Jahrhundert von den Rittern des Deutschordens erbaut. Narva zeigt auch heute noch das Gesicht einer alten deutschen Stadt. Über Narva hinaus rücken unsere Truppen weiter nach Osten vor. Sie bleiben dem weichenden Feind dicht auf den Fersen. Übergang über die Luga. Auf dem Vorstoß nach Nordosten wurde dieser Fluss nach harten Kämpfen an mehreren Punkten überschritten. Ritterkreuzträger General Lindemann. Artillerie bereitet den Angriff auf die Stadt Luga vor. Fast 14 Tage tobte der Kampf um diese Schlüsselstellung vor Petersburg. Blanker Waffe geht es gegen den Feind. Endlich kommen sie aus ihren Stellungen heraus. Das Feuer unserer Artillerie und der Angriffsschwung unserer Schützen hat sie mürbe gemacht.
Das sind die Befestigungen vor Luga. Über 100 sowjetische Bunker mussten genommen werden, ehe der Weg in die Stadt frei war. Die heiß umkämpfte Stadt ist in deutscher Hand. Deutsche Kampfgeschwader greifen die Eisenbahnlinie Petersburg-Moskau an. Bomben auf Straßen und Schienenwege. Angriff auf feindliche Stellungen. Die Luftwaffe bereitet damit die Operationen des Heeres vor. Kampf um Chudovo, eine wichtige Bahnstation südlich Petersburg. Die Sowjets werfen immer neue Reserven an die Front. Sie wollen diese unersetzliche Eisenbahnlinie nicht preisgeben. Pioniere greifen an. Bunker auf Bunker wird ausgeräuchert. Erst nach zähem Kampf ist der Feind geworfen. Die Bahnlinie ist erreicht. Chudovo genommen. So wirkten die Granaten unserer Artillerie und die Bomben unserer Flieger. Ganze Munitionszüge flogen hier in die Luft. Die Bahnanlagen werden gesichert. Begegnung des Führers und des Duce im Führerhauptquartier.
General Jodl, der Chef des Wehrmachtführungsstabes, beim Lagevortrag. In den Besprechungen wurden alle militärischen und politischen Fragen über die Entwicklung und Dauer des Krieges eingehend erörtert. Sie waren durchdrungen von dem unabänderlichen Willen der beiden Völker und ihrer Führer, den Krieg bis zu seinem siegreichen Ende fortzusetzen. Die Vernichtung der bolschewistischen Gefahr und der plutokratischen Ausbeutung wird die Möglichkeit zu einer friedvollen, harmonischen und fruchtbaren Zusammenarbeit aller Völker des europäischen Kontinents schaffen. Der Führer begibt sich mit seinem hohen Gast zum Hauptquartier des Oberbefehlshabers des Heeres, Generalfeldmarschall von Brauchitsch. Überall wird den beiden Staatsmännern ein herzlicher Empfang zuteil. Zum Hauptquartier des Reichsmarschalls. Der Reichsmarschall begrüßt den Lutsche. In einem Wagen des Hauptquartiers. Anschließend besichtigten der Führer und der Duce Kampfplätze und Schlachtfelder und begaben sich dann zu ihren Truppen. Ankunft auf einem Feldflugplatz. Generalfeldmarschall von Kluge. Generalfeldmarschall Kesselring. Eine hart umstrittene Kampfstätte. Hier wurde in den frühen Morgenstunden des 22. Juni der Kampf gegen die Bolschewisten eröffnet. Zur gleichen Stunde griffen an fast allen Abschnitten der gewaltigen Front die deutschen Divisionen den Feind an und warfen ihn in kühnem Ansturm aus seinen schwer befestigten Grenzstellungen. Erbeutete bolschewistische Geschütze modernster Bauart. Abfahrt zum Südabschnitt der Ostfront.
Generalfeldmarschall von Rundstedt und Generaloberst Löhr begrüßen den Duce und den Führer. Hinter dem Führer der italienische Botschafter in Berlin, Dino Alfieri. Im Herzen der Ukraine wird eine der an der Ostfront eingesetzten italienischen Divisionen besichtigt. So wurde die Frontfahrt des Führers und des Duce zu einem Bekenntnis der engen Kameradschaft und Schicksalsverbundenheit der beiden Achsenmächte, die mit ihren Verbündeten in absoluter Siegesgewissheit zusammenstehen, um Europa und die Welt von der bolschewistischen Gefahr zu erretten. Am Südabschnitt der Front. Flug über die Werftanlagen der Hafenstadt Nikolajew am Schwarzen Meer. Unter uns das 35.000 Tonnen Schlachtschiff auf Stapel, das von unseren Truppen erbeutet wurde. Sowjetische Unterseeboote, sie standen kurz vor der Vollendung. Ein Schwimmdock, voll beladen mit Lokomotiven. Und hier ein im Bau befindlicher 10.000 Tonnen Kreuzer. Das sind die Spuren der deutschen Luftangriffe. Das Schlachtschiff auf der Helling. Nach der Einnahme von Nikolajew stießen Verbände der Waffen-SS gegen Cherson vor und nahmen in kühnem Angriff diese Hafenstadt an der Mündung des Dnieper. Harter Kampf um die bedeutende Industriestadt Dniepro-Tscherschinsk, ein Zentrum der sowjetischen Stahlindustrie. Überall leisten die Sowjets erbitterten Widerstand.
Das Industrieviertel ist erreicht. Eines der gigantischen Stahlwerke der Stadt, das nun in deutscher Hand ist. Am mittleren Abschnitt der Front. Die zurückgeworfenen Sowjets belegen die Stadt Gomel mit Artilleriefeuer. Den Schaden trägt allein die Bevölkerung, deren Behausungen in Flammen aufgehen. Das sind die brutalen Methoden der Sowjets, die dem Befehl Stalins gemäß auf ihren Rückzügen alles in Schutt und Asche legen. Überall die Trümmer der geschlagenen Armeen Timoschenkos. Er hatte in Gomel sein Hauptquartier aufgeschlagen und wollte von hier aus den Flankenstoß gegen die deutschen Truppen im Raum von Smolensk führen. Die Schlacht von Gomel hat diese Hoffnungen zerstört. Die Divisionen Timoschenkos wurden vernichtend geschlagen. Die zurückkehrende Bevölkerung findet anstelle ihrer Wohnungen nur noch Trümmerhaufen vor. Das ist die protzige Fassade des PU-Hauses. Und hier die Kehrseite. Kerkerfenster neben Kerkerfenster. Dieser Bau wirkt wie ein Symbol für die Gewaltherrschaft der Sowjets. In diesen Folterkammern der GPU wurden Zehntausende unschuldiger Menschen zu Tode gemartert. Die fliehenden Sowjets ließen ein wüstes Durcheinander zurück. In den Räumen des GPU-Hauses häufen sich Schmutz und Gerümpel. Schon nach 2 Tagen aber hatte deutsche Ordnung aus diesen verdreckten Löchern ein vorbildliches Kriegslazarett geschaffen, das über modernste Operationsgeräte und Röntgeneinrichtungen verfügt. Unmittelbar neben dem Palast der GPU-Schergen die armseligen Hütten der Bevölkerung. Wohin auch unsere Soldaten kommen, überall bietet sich ihnen das gleiche Bild völliger Verarmung und Verwahrlosung. Diese jammervollen Kreaturen besitzen kaum mehr als ihr nacktes Leben. Sie waren nur noch die Arbeitssklaven der roten Machthaber im Kreml. Über völlig vernachlässigte Sowjetstraßen geht es unaufhaltsam dem zurückweichenden Feinde nach. In großen Kolonnen rollt der Nachschub heran. Eine einzigartige Organisation führt der Front Munition, Kriegsgerät und Verpflegung zu. Die Front ist erreicht. Thank you.
Nach der Schlacht wird der Raum um Gommel planmäßig von versprengten Feindtrupps gesäubert. Verlassene sowjetische Stellung. Widerstandsnester der Sowjets werden in zahlreichen Einzelgefechten niedergekämpft. Die Bolschewiken sind ausgeräuchert. Wo sich der Widerstand zu versteifen droht, muss Artillerie heran. Aus Feldstellungen und Erdlöchern kommen die Bolschewiken heraus. Sie waren dem deutschen Ansturm nicht gewachsen. Immer dichter werden die Kolonnen der Gefangenen. Die deutsche Wehrmacht steht mit ihren Verbündeten in ungebrochener Kraft tief in Feindesland. Unaufhaltsam geht es weiter nach Osten.
Es gilt, den Bolschewismus zu zerschlagen und die Kultur Europas vor der Vernichtung zu bewahren.